Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, heute zur ersten vorproduzierten Folge, da ich mich jetzt zurzeit wieder auf See befinde, wird diese Folge jetzt ja, wie ihr gerade seht, am Samstag erschienen sein. Alle weiteren Folgen, ich denke mal die nächsten, bis ich wieder da bin, werden auch immer am Samstag um 12 Uhr erscheinen. Ja, danke nochmal für euer Verständnis, dass ihr mich dahingehend unterstützt. So, meine Freunde. Wir haben jetzt das letzte Mal ja eine neue Güterlinie gebaut, die hier ganz rumgeht bis nach Bethau. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die ganzen Städte hier wieder versorgen mit Buslinien, mit Bus-LKW-Linien, damit wir dann die große Güterlinie dann auch in Betrieb nehmen können. So, ich weiß, das ist nicht der tollste Job. Deswegen werde ich das auch wieder ganz schnell machen. Kann nicht groß hier irgendwie rumdengeln, das irgendwie schön zu machen oder so. Wir werden hier einfach direkt so dicht dran gehen, wie es geht. So. So, das war gar nicht so schlecht, ne? Das Kran geht übers Dach. Ja, ist doch perfekt. Wir werden das jetzt hier wieder gerade einmal schnell machen, da das echt langweilig ist, hier immer diese komischen Linien einzurichten. So, haben wir hier eine Straßenverbindung eigentlich? Nein. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal gerade eine. Ich muss nämlich mit dem Zug, mit dem LKW hier rüber. Bleibt gerade perfekt. So. Damit wir dann noch einmal schön im Kreis fahren können. So, decken einmal hier ab. Wenn wir das hier hinsetzen, decken wir hier alles ab. Dann decken wir hier alles ab. Hier ist ja überall viel Industrie. Man hier decken wir da auch alles ab. Na, wir machen mal besser zwei Linien. Und dann geht es hier wieder rüber. Ja, zurück. So. Und dann fahren wir dann einmal hier lang. Da hinten müssen wir auch noch rüber. Obwohl, jetzt denken wir. Nee. Wir wollen schon hier lang. Ich muss jetzt gerade selber nochmal eine Straße bauen. Und die machen wir jetzt hier keine Wellen rein. Natürlich machen wir hier Wellen rein. Muss natürlich diese Strecke abreißen. Oh, oh. Oh, oh. Ich hoffe jetzt, die Züge drehen nicht um. Wäre blöd, aber das Spiel steht auf Pause. Hoffen wir mal, dass es nicht tun. Also sieht ganz gut aus. Was fährt hier eigentlich? Ach, der ICE fährt hier. Stimmt. So. Dann haben wir jetzt hier die nächste gehabt. Dann möchte ich ganz gerne noch mal eine hier hinsetzen. Dann fahren wir hier rein. So. Dann würde ich sagen, dass wir hier auch wieder runterfahren. Setzen wir da noch einen hin. Setzen wir da noch einen hin. So, machen wir jetzt zwei Linien. Einmal am Wolfsgrund. Güter Wolfsgrund. Güter Wolfsgrund. Güter Wolfsgrund. Einmal die Linie Nummer 1. Gegen hier lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Hier lang. Da unten kam nichts mehr. Genau. So, haben wir mal die Güterlinie 1. Und dann machen wir jetzt einmal. Also mal den Mikro mal ein bisschen wegmachen. Güter Wolfsgrund 2. So. Geht dann von hier. Ich äumel. Jetzt habe ich die auf der falschen Seite gesetzt. Oh, echt jetzt? Wir sind doch hier nicht in England. Ah.
einmal mit Profis arbeiten, ne? Wer wünscht sich das nicht? Da habe ich auf die richtige Seite gesetzt. Da auch. Da auch. Ah, ging es ja noch. So. Einmal hier. 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 Und hier. Ja. So. So, habe ich die beiden, habe ich dann schon mal. Und können wir jetzt hier unser Depötchen hinsetzen. Zack. Jups. Machen wir jetzt was hier hin. So. Dann werden wir jetzt mal gerade ein paar LKWs draufsetzen. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Stadt. DHL. Ja. Das kommt 1. Und Schenker. Auch was kommt 2. So. Haben wir das? Fliegen wir weiter zur nächsten Stadt. Ringsberg. Ach du Kacke. Ringsberg ist jetzt geografisch gesehen nicht so schön gebaut für uns. Das können wir irgendwie noch ein bisschen umbauen hier. Ne, da kriege ich keinen Straßenzug mehr hin. Ja. Ringsberg. Was brockst du uns denn da ein? Brauchen wir nicht. Der hat ja eine Verladestation. Der hat 2 Terminals. Aber einer steht auf der Seite, ne? Dann hat hier nur 1 und 1 auf der Seite. Naja, da müssen wir hier mal gerade die Straße halt weiterziehen. Und dann müssen wir jetzt halt hier rüber. Ziemlich eng. Das wird jetzt auf jeden Fall hübsche Wellen geben. Nö. Nö, tut's nicht. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir mit der Linie hier hingehen. So, müssen wir natürlich dann hier hinten auch wieder irgendwo zurückkommen. Aber das können wir eigentlich hier hinten dann einmal quasi der Schiene folgen. Zack. Und dann gehen wir hier drauf. Zack. Perfekt. Dann machen wir einmal quasi jetzt so einen äußeren Ring, die wir dann einmal abfahren. Personen da. Jetzt hier einmal los. Bis hier einmal rüber. Oh, hier ist natürlich richtige Berglandschaft hier, ne? Jetzt hier einmal lang. Geht es hier lang. Geht es hier wieder runter. Müsste ich natürlich da hinten noch mit drauf kommen. Bis hier lang. So. Dann geht es hier außen lang. Einmal durch diesen Bezirk durch hier. Ja, und den letzten dann nochmal dahin. Und dann geht es so rum wieder zurück. So. Und dann machen wir jetzt noch den inneren. Der fährt dann hier raus. Da kommt er rein, der fährt da raus. Hier hin. Bis hier hin. Ja. Ich habe hier unten schon einen. Dann geht es dahin. Hier am Hauptbahnhof vorbei, wenn das irgendwie geht. Ja. Hier hin. Dann einen hier hin. Ist eine Bushaltestelle. Dahin. Und dann nochmal einen hier hinsetzen. Und dann geht es so wieder zurück. So. Ringsberg. Auch 2 Linien. Güter. Ringsberg. Zack.
Ist jetzt hier eine Haltestelle oder nicht? Also ich würde jetzt persönlich sagen, hier ist eine. Ja, und ich persönlich würde sagen, da ist keine. Ach doch, da. 5. Oh, da hätte ich viele Anschlüsse. Wo geht's weiter? Dorthin. 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 Wo habe ich die nächste gesetzt? Hier schon. Dorthin. Dorthin. Und dorthin. So. Habe ich die. Und jetzt kommt nochmal Güter. Ringsberg. Berg. Hallo? Ach so. Autosave. Autosave. Berg 2. Was ist denn hier? Hier. Bin ich da lang gefahren? Hier. 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 Und hier. So. Perfekt. Haben wir das auch. So, dann kommen wir hier. Da sollten wir ein paar mehr kaufen. LKW Walter. Fährt auf der Linie 1. Und Hofer. Auf der Linie 2. So. Perfekt. Noch eine Stadt. Eine haben wir noch. Wethau. Ist auch geografisch jetzt gesehen für uns nicht die allerbeste. Nicht die allerbeste Lösung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aria ist es. Was haben wir denn da? Hier hinten ist ein Industriegebiet. Wir müssen hier nochmal rüber. Nein, natürlich nicht. So, jetzt fährt hier ein ICE. Nur hier natürlich nochmal abreißen. Oh, oh, er steht schon auf der anderen Seite. Ah, jetzt wird's lustig. Ne, er steht wieder richtig. Ah, er steht richtig. Er fährt auch richtig. Gut. So. Interessant, dass hier in Wethau Downtown besten Gebiet erreicht sind, obwohl der Bahnhof da ist. Eine Siedel sieht das immer in der Nähe vom Bahnhof an. Haben wir noch nun nicht? So. Ein Depot können wir schon mal hinpflanzen irgendwo. So, da müssen wir noch eine Ladestelle. Ah. Oh, die nehmen. Machen wir das so. Und dann fangen wir mal an. Ja. Dann hier hin. Bushaltestellen. Warum sind da so viele Bushaltestellen direkt nebeneinander? Das ist eine Linie hier. Das ist eine Linie. Muss die leider daran glauben. Oh, er dreht hier auch irgendwie um. So. Ach, da hatten wir schon eine Bushaltestelle gehabt. Sehr viel, oder welche hier in dieser Stadt. So. Jetzt hier wieder zurück. Warum geht das denn nicht? Ist doch jetzt da hinten ist die Bushaltestelle. Da kann ich jetzt hier hinten nichts mehr hinsetzen. Das da hinsetzen. Na, das deckt ja der Bahnhof ab.
So, dann machen wir nochmal eine andere Stelle. Der hält auch da an. Geht dann aber hier rein. Wir sind schon wieder so viele Bushaltestellen direkt nebeneinander. Was ist denn das hier? Nur sichtbar. Betaubus. Obwohl da so viele Leute sind. Hier ist auch eine Bushaltestelle. Nee, da sind ein bisschen viele Bushaltestellen. So. Da sind die Busse sowieso alle voll, ne? Na, so gut wie. Da können wir gerade nochmal 30, 40 können die, ne? Natürlich schon ein kleiner Unterschied. Und nochmal 3 darauf. So. So, dann müssen wir jetzt hier noch einen hinsetzen. Da kommen wir die anderen schon wieder zurück. Würde ich sagen, setzen wir da noch einen hin. So, eine kleine und eine große. Wie hieß die Stadt? Wett. Oh. Okay. Dann machen wir einmal wieder Güter. Bitte Wetterau. So, die erste Linie geht dann. Guck mal, hier kann ich da auch so dicht nebeneinander setzen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, dann geht es einmal hier lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Das ist die andere Linie. Und da lang. So, genau. Und dann noch einmal Güter Wetthau 2. Zack. Wir müssen jetzt um eine andere Farbe machen, sonst kann ich das nicht sehen. Die fährt dann da lang. Dort lang. Da lang. Ja, scheint wohl so, ne? Na gut. Dann werden wir jetzt einmal die LKWs wieder draufsetzen. Wir brauchen auf jeden Fall für die kleine Linie nicht so viel. Für die große Linie nehmen wir ein paar mehr. Nehmen wir denn da? Hier. Der ist doch schön. So. Super, dann haben wir den langwierigen Prozess doch schon mal abgeschlossen. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt noch die Hauptlinie. Wie nennen wir die denn? Güter Wetthau? Boah. Ja. Minden Wetthau. So. Und hier. Nach da. Nach da. Jetzt. Hier. Und nach da. Und zurück. Ballata leer zurück. Müssen wir mal angucken, auf welchem Gleis wir jetzt hier sind. Wir sind jetzt auf dem inneren wahrscheinlich, ne? Am äußersten. Okay. Das ist eine Doppelbelegung? Nee. Aber der andere Treibstoffzug kommt da drauf. Macht nichts. Ach, das ist ein Durchfahrtsgleis. Wie machen wir das denn jetzt? Der muss dann umgeparkt werden. Der muss umgeparkt werden. Terminals. Ah, und 14 ist ein Doppelbelegung, oder wie? Gütertransport, Treibstoff und Kunststoff. Züge. Ja. Kriegen wir ihn? Klar kriegen wir ihn. Ganz easy sogar. Wenn das Spiel mitmacht, ist das kein Problem. Ja, das Spiel kommt so langsam. Wenn wir jetzt hier
rüberbauen. Und ihn jetzt auf Gleis 13 legen. Perfekt, perfekt. So, haben wir ihn umgelegt. So, meine Freunde, dann haben wir das auch. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann einmal die Linie in Betrieb nehmen. Und mal gucken, wie sich das alles so auswirkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann am nächsten Samstag um 12 Uhr wieder einschalten würdet. Bis dahin, meine Freunde, haut rein, macht's gut. Ciao.